So, es geht weiter bei der Diva. Ansaugbrücke habe ich jetzt noch mal ein bisschen sauber gemacht. Stellen, wo die Schrauben kommen. Schön abgeschliffen, geputzt. Das größte Problem ist dieses Ansaugrohr, aber da gibt es so einen kleinen Trick, nämlich die Feder hier unten mit einer Schelle zusammendrücken, dass man hier tief genug reinkommt. Aber zurzeit ist es natürlich trotzdem besser, weil nämlich einer eigentlich hier so halten muss, wenn ich dann die Ansaugbrücke drauf mache. Na, mal gucken, ob ich das alleine hinbekomme. Mal schauen. Bin ich ja gespannt. Mal gucken. Yes! Es ist vollbracht. Die Ansaugbrücke ist drauf. Ich glaube, es war mein 8. oder 9. Versuch. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die dann den Erfolg bringen. Ich hatte ja unten schon die Feder, wie gesagt, zusammengedrückt, runter. Und dann habe ich es immer versucht, von dieser Seite drauf zu machen. 7-mal, 8-mal hat nicht geklappt. Ich habe gedacht, einmal versuchst du es noch, aber diesmal von der anderen Seite. Sprich, da habe ich die Ansaugbrücke so genommen. So praktisch, leicht angekippt und dann konnte ich hier unten runter auch zu dem Saugrohr schauen, da hinten. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Wie gesagt, manchmal sind es die kleinen Dinge des Lebens. Jetzt mache ich die Schrauben hier noch fest und dann soll es für heute erst mal reichen. Wir ein paar neue Sachen bestellen. Der Schlauch muss neu, das Teil muss neu. Mal gucken, vielleicht finden ja noch ein paar andere Sachen. Unten vom Schwungrad, da brauche ich auch noch eine Schraube. So eine. Aber es geht langsam weiter. Ich bin sehr happy. Ein Bierchen wird mir gleich schmecken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.